Ahoi, liebe Schildmeide Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Contraband Police mit eurem Erik Vikingson und dem Ego. Und der denkt sich, die Lager sind leer, gestern haben wir sie leer gemacht. Die Zelle ist leer. Alles super, machen wir es wieder voll. Und zwar mit einer Belohnung von 1600, wenn wir es hinkriegen. Es geht um Kokain. Das Versteck im Sägewerk wurde ins Visier genommen. Wir können sie bekommen, wenn wir uns beeilen. Wirst du uns anschließen? Let's go! Warte mal! War ich nicht sogar richtig? Wo bin ich? Yo! Wenn ich jetzt hier vorfahre... Was machst du jetzt? Hup nicht! Ich hab hier einen Einsatz, du Lombo! Sei dort, bevor die Zeit abläuft. Geht mal hin. Wir sind ja kaum da, oder? Weißt du? Dann war das doch eine gute Entscheidung, dass wir das heute gemacht haben hier. So, dadurch, dass eh Kollegen vorne sind, bei uns schon hier sind, ne? Können wir auch mit der Hupe ankommen. Und mit der lauten Partymusik. Man hat das Gefühl, der Ego geht auf... Oh. Warte mal. Entschuldigung. Mach das mal bitte aus. Danke. Da bleibe ich nämlich hier clever stehen. So, Truppe! Auf wie! Ich gehe von rechts. Und ihr da von links wegen, ja? Ich will eine Granate mal da reinwerfen. Oh, Alf. Jungs, das läuft gut, das machen wir gut. Oh, wei. Ich gehe links rum. Na, was habt ihr hier gemacht? Oh, kurz looten. Listo ego. Mister Bart. Geronimo! Jeha! So, der letzte steht da draußen bei euch. So nämlich, mit Feuerwerk und Gezubbel und Gezabbel. Ja, um die Kokaina. Wo sitzt du die ganze Zeit hier schon? Dass hier so ein kleiner Weltuntergang stattgefunden hat, das hast du mitbekommen, oder? Ja, macht er. Mehr nicht. So. Habt ihr den Baum wenigstens gefällt hier? Ja, ja. Halt die Klappe. So. Ja, ja. Der Baum, der ist noch da, ne? Das ist ganz klar hier. Das machen wir jetzt auch noch. Wenn wir einmal hier sind. So. Musik spielt noch. So. Reicht.
Reicht mit Genuss. Wir müssen hemmen jetzt, ne? Okay, hier und dann rechts und dann links. Gut. La-da-da. War doch gut, Mensch. Guck mal, 4-3 auf der Murmel. Das passt. Das Auto ist leer. Hoffe ich gleich. Oh, links hat er gesagt, ne? Oh, wieso sind wir denn jetzt beim Flat? Du leck mich doch am Arsch. Das ist natürlich wieder scheiße. Gott sei Dank haben wir die Folge gerade angefangen, ne? Sonst hätten wir jetzt die nächste XXL-Folge am Start. Sehr gut. Aber hey. Das holen wir uns natürlich, ne? Kohlen machen ist wichtig. Halt! Ich muss hier kurz anhalten. So, und dann hier und dann rechts. Gut. Läuft doch. Long live the Workers and the Protestant Allianz. So ist es. Long live. Das war auch wieder so ein Fehlschuss, oder hier? Mit der Genosse-Überfall. Normalerweise bin ich ja bei der roten Faust. Und normalerweise dürfte ich die ja gar nicht angreifen, weil die sind ja auch rotfäustig, oder? Oder sind das einfach nur ein paar Halbstarke, die so ein bisschen hier auf den Putz hauen wollen? Und sich mit der Polizei anlegen wollen? Ich weiß es nicht, ne? Man munkelt ja. Man hat ihn ja nicht drinstecken. So. Neue Karre. Machen wir uns jetzt noch bereit, wenn das klappt. Wie er immer mit der Axt aussteigt, ne? So, haben wir da jetzt noch... Ist da noch was drin jetzt, außer die Munition? Nee, ne? Ey, dann ist doch das Auto leer. Dann können wir uns doch unser neues Vehikel hier hinstellen, ne? Genosse! Ich hätte gern die neue Karre hier. Adamana. Ja? Mega? Oh! Löppt bei uns. Löppt, löppt, löppt. Wir haben zwar jetzt nicht mehr so viel hier, aber... Dafür ist Platz. Wir müssen halt jetzt des Öfteren halt mal die Schmuggelware wegfahren, aber das ist ja nicht schlimm, wisst ihr? Das kriegt man hin. Hier Maschinengewehr-Dönse und dann hier das Ding noch rein. Die Schaufel machen wir hier oben hin. Hey, super. Wenn jetzt heute ab Überfall kommt, ne? Haben wir zwar ein Riesenproblem, weil wir haben keine Granaten, aber wir kriegen... Ja, ja, ich bin wieder da. Ja, ich mach Nachtschicht, Chef. Guten Morgen, Sir. Hast du eine Meise? Wie ist morgen? Kann ich jetzt mal... Ich dachte, da liegt einer drin und pennt. So. Viel Schlaf ist nicht. Maximal 2 Stunden. Wenn überhaupt. Aber ihr kriegt das erste Mal so ein bisschen den Morgen, die morgendliche Routine unseres Igors mit. Oh. Was haben wir hier? Ein Brief. Du schäbiger Bürokrat. Wegen dir und deinen beschissenen Regeln wurde ich gefeuert. Was soll ich nur meiner Familie sagen? Wovon soll ich im nächsten Monat leben? Möge dich jemand irgendwann demselben Egoismus behandeln? Alter, was machen? Was ist denn los mit euch? Konflikt im Süden läuft noch. War der LKW-Fahrer, oder? Den wir da Wolle genommen haben. Ja, es ist halt nur mal so. Die Bestimmungen bleiben immer noch. Wir haben noch 2 Schmuggler. Ist natürlich ungünstig. So, aber ein cooler Tag. Fängt cool an. Kommen Sie gleich rein. Brauchen Sie gar nicht erst XFF. So, wiegen. 1390. Wer das Zeug? So, 1390, das passt. Padil Farad. Klingt schon mal, ne? Verräterisch, dieser Name. XXLN, NI89, das passt. August ist okay, November ist okay. Du hast 7 Mal Gepäck dabei. Das dagegen habe ich auch nichts. Yo, mach mal. Was willst du, was kaufst du? Zigaretten. Er kauft Zigaretten. Warte, warte, ich hol mal. Oh, er kauft Zigaretten. Geil, geil. Hoffentlich viele. Ich weiß, das ist ein bisschen vermessen, aber vielleicht werden wir so los. Wisst ihr? Hey, das muss sein. So, wenn du Kippen kaufst, Minjung, ich hab da was. Für dich. Ey, ich hoffe, du kaufst alle.
Nö! Wieso denn nur so wenig? Eto ad obarsten interesse nicht. Naja, das wäre aber ein bisschen mehr, wären besser gewesen, sag ich dir so, wie es ist. Akro nur masch minut schas. Ja, auch wenn du was kaufst bei mir, mein Freund, muss ich doch trotzdem dich kontrollieren, weißt du? Ja, du brauchst ja gar nicht so aggressiv zuzuschlagen, das Zeug. Sonst werde ich gleich andere Seiten hier aufziehen, ne? Haben wir das schon kontrolliert? Nee, ne? XSF5841JW. Läuft. Kaputten Reifen hast du, 2 Stück. Werden wir gleich eintragen. Ne? So. Hast du eine Stoßstange dran? Ja, hast du, ne? So, pass auf, dann mache ich meine geile Funzel an hier. Mit der sehe ich nämlich alles. Du wirst hier nichts finden. Das ist doch erstmal scheißegal. Lass mich doch erstmal gucken. Wenn ich nichts finde, ist doch gut für dich. Was scheißt? So. Ihr werdet also nichts finden, ja? Du kannst dein Geld, wo erstmal hältst du das Geld falsch rum. Und zweitens, ich hab genug Kohlen. Ich hab absolut genug Kohle. Pass mal auf, ich verhafte dich schon mal. Weil ich kann. Ich will dein Geld nicht. Nimm's weg jetzt. Nüscht. So. Den Fehler hab ich nicht gemacht, den hast du gemacht. Erstens, falscher Tag am falschen Ort. Punkt Nummer 2. Ich bin hier noch nicht fertig. Halt die Klappe. So. Da. Kann man nur so blöd sein, ne? So, räumen Sie den Scheiß hier weg, Sergeant. Ja, mach weg. Ah! Ist doch wieder mal ein. Aber den nächsten Schmuggler, den haben wir schon mal. Das war der 41-Jährige. Was war das bitte? Du warst doch nie 41. Okay, der hat irgendwie was gehabt, was hätte ich auffallen müssen. Ist aber nicht. Aber der innere Schweinehund, ne, und so weiter, der ist halt da. Grüß dich. Gib her das Zeug. Handelst du mit Kaffee oder sowas? Nö, ne? So. Wieso denn jetzt schon verweigern? Okton Amir? Das stimmt. Passnummer? Sehr gut. 2, das wären 6. Das wäre jetzt schon scheiße, weil dann bist du wirklich außen vor. RFO 9239AR. Das passt. So, Minion. Ich muss halt wieder wegen Schmuggelei und so gucken, ne? Ist ganz klar. Du, pass auf, du hast immer noch die Möglichkeit. Wie ist das jetzt? Jetzt mal ohne Scheiße. Ich habe das ja in der gestrigen Folge schon mal angesprochen. Wie ist das wirklich, wenn er jetzt sagt, ich habe 7 Kisten dabei, aber nur 6 geladen? Dann stimmt ja die Fracht nicht. Aber durch die Einreisebestimmung könnte er ja einreisen, weil er hat ja das nötige Zeug mit, ne? Hab ich jetzt irgendwas vergessen? Ey, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ich meine, wir können es probieren, wir können ihn dann durchlaufen lassen. Da wird man natürlich wieder einen auf den Sack kriegen, das glaube ich. Ich habe nicht gewogen. Sitzt der noch im Auto? Ja, ne? So, guck mal her. 5,50. Okay. 5,50, sagt er. Hammer auf jeden Fall. So, deine bestätigte Ware. 3 Heuballen ist richtig. Apfelkiste 2 ist richtig. 3-mal Sack ist richtig. 2-mal Wein ist richtig. 1-mal Kühlschrank ist richtig. Das heißt, durch die Bestimmungen bist du nicht gewillt, in unserem schönen Land zu bleiben. Ich könnte dich jetzt kontrollieren. Ich weiß nicht, ob du... Du hast keine Schmuggelware dabei, oder? Komm. Ja, warte mal. Was willst du? Komm, steig mal bitte aus nochmal, bitte. Einfach nochmal... Einfach um zur Sicherheit, weißt du? Nicht, dass ich jetzt hier noch wieder einen auf den Sack kriege, weil ich wieder irgendwas übersehe. Es ist ja noch ein Schmuggler on Tour, ne? Aber ist okay. Komm. Ich weiß dich aus. Die Bestimmungen sind halt so. Der Maler. Ja, weil die Bestimmungen so sind. Ich kann doch nichts dafür. So, nächster. Nur LKWs heute, oder was? So, der biegt schon mal ein, der fährt zurück, das ist okay, das ist ein super Typ. So, Gewehr das Zeug, ich mach schon mal auf hier. Warte, ich wieg dich. Ah, super funktioniert, 4310. Papiere bitte. Meine Güte, 43... Du hast jetzt schon verloren, ne? Ist dir klar. Maximalgewicht stimmt schon mal nicht. Können wir eingeben. Zack. Damit bist du schon mal außen vor. Ismael, da war.
Ja, das passt auf jeden Fall. Da war, das stimmt. Ismael, das ist auch okay. Ismael, da war, das funktioniert. So, die Passnummer ZLGT. Ja, 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 das ist okay. Juli ist okay. Auch das stimmt. Das Problem ist, auch wenn das alles stimmen würde, hättest du jetzt schon ein Problem. Ich sag's dir nur so. Alter. Ja, ich hab die Seife fallen lassen. Gott sei Dank stehe ich nicht in der Dusche. Die Musik ist schon ablenkend, ne? Man denkt halt immer, man hat irgendwas jetzt hier. Drugs. Kann sein, hier war da irgendwo noch irgendwas mit Kaffee oder so. Drugs steht da drauf. Sergeant! Wieso sind sie jetzt schon wieder hier hinten? Hallo? Ja, du sollst da vorne warten, wenn ich hier kontrolliere. Mein Gott. Alte Saftnase. So, ich mach schon mal zu hier. So, ich gucke jetzt trotzdem nochmal alles rum hier. So, das ist okay, das ist okay. Wie gesagt, einreisen darf er nicht, weil das stimmt nicht. Kennzeichen haben wir nicht geguckt, ne? Okay, das stimmt aber. So, Minion. Also, pass auf. 10-mal Düngemittel. Halt die Klappe. 10-mal Düngemittel. So, dann haben wir hier Kartoffelsack 4. Seife, Medikamente 3, 2. Das sind 6. Und du darfst aber nur 4 chemische Produkte einführen. Richtig? Richtig. So, mein Junge. Tägliche Bestimmung. Der fährt hundertprozentig durch jetzt. Ich zieh schon die Waffe. Okay. Oder auch nicht. Ja, was soll ich da machen? Ich muss da hart sein. Ich muss da scharf bleiben. Ja, wir wollen nochmal befördert werden. Die ist auch kurz davor, glaube ich. Oder wir werden nicht mehr befördert. Das weiß ich auch nicht. Handelst du mit Kaffee? Azad, etika gastam tengo duro. Adachas, mima drustanovka ichto. Das interessiert mich alles überhaupt nicht, was du redest. Oko 5043 KX. Okay, das stimmt. So eine Klatze? Nee. Das stimmt auch. Oztürk Adalet. Das passt. Das passt. Die Nummer ist okay, die passt auch. Oztürk Adalet. Das stimmt auch. Wiegen. 3840. Es passt auch. Es passt schon wieder viel zu viel. Heuball und Medikamentenkiste. Da müsste ich jetzt gar nicht gucken, aber ich würde mal sagen, du steigst aus. Du siehst mir nämlich verdächtig aus. Weißt du? So. Was soll ich da vorsichtig sein? Das sind Heuballen. Die werden schon nicht brechen. Doch, Hund. Wieso habe ich die Lampe nicht an? Doch, habe ich an. Da, Schmuggelware, habt ihr das gesehen? Du Ratte. Du Schwein. Komm her, Messer. Im Heuballen. Oh, die Mistgabel, haben wir eine? Wir hatten mal eine, aber wo haben wir die hin? Oh, wir hatten mal eine Mistgabel. Das Problem ist an der Sache. Oh. Wir hatten mal eine Mistgabel. Ich weiß aber nicht, wo wir die haben. Ich rufe den Fladek an, der macht das schon schnell hier. So, Flad ist da. Mein Junge, ich muss mal kurz eine Mistgabel holen. Ey, ich weiß, dass wir eine hatten. Aber wo? Hat man die hier drin? Ja, ich kann jetzt auch nichts dafür. Ich weiß, dass wir eine Mistgabel hatten. Ich weiß noch nicht mal, wo wir sie hatten. Ich hoffe, der hat hier eine zum Kaufen. Hast du eine Mistgabel? Jo, hast du, ne? 2500, die reicht mir. Kann ich dir echt nichts verkaufen? Die Munition verkaufen? Ich kann. Du kaufst gar nichts, ne? Du bist einfach nur ein Lappen. So, komm her, gib mir eine zweite Arme. Ja, ja, halt die Klappe. Mein Interesse ist was ganz anderes. Ah, er passt aber auf. Guck mal, das ist cool. Er passt auf. So, mein Junge. Ich verhafte dich gleich, ne? Bleib ruhig stehen. Ich will erstmal gucken hier. So, Mistgabel.
Alge holen. Alle holen. Einmal. Zack. Hier war irgendwo. What? Hahaha, jetzt geht's los! Ja, Baby! Verfolgungsjagd im neuen Polizeiauto. Es fühlt sich so gut an. Aber gegen LKW werden wir, glaube ich, keine Chance haben, wenn wir Pech haben. Oh, guck mal. Den fahre ich unten zwischen die Reifen. Halt! So nämlich. Hast du super gemacht. Bitte hör auf damit, was? Aussteigen, Lappen. Oh nein, nicht da, Port. Kein freier Platz. Gott sei Dank haben wir das Auto hier. Guck dir das an, ey. Wir haben sogar noch mehr gekriegt. Scheiße. Die Axt können wir fallen lassen. Warte mal. Die Axt möchte ich fallen lassen. Zack. So, wie kriegen wir das Auto weg? Wir müssen einfach nur zurückfahren, oder? Leute! Ajo! Nee, 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 nee! Lass, das machen wir jetzt mal so nicht hier, ja? Wow! Da hat er uns aber hier ins Abseits manövriert, gerade, aber vom Allerfeinsten. Jetzt wäre ich aber auch fast gestorben. Ach, der sitzt da hinten drin. Entschuldigung. So, ich will jetzt mal kurz gucken. Den kann ich ja nicht da drin sitzen lassen, ne? Das war ja klar. So, kann ich den jetzt ins Gefängnis bringen? Ja, ne? Jawohl, sehr gut. Entschuldigung. War nicht so gemeint. Mach mal das Auto ganz. Ich habe da drauf geschossen. Es tut mir leid. Ich habe drauf geschossen. Du hast das alles weggeräumt? Nee, ne? Noch nicht. Ist da noch mehr drin? Scholleck. Wie? Scholleck? Wo sind meine Funze? Nee, wir haben alles, ne? Wir haben alles rausgeholt. Ja, da kannst du es wegpacken. Ada. Hier. Es wäre schön, wenn ich beim nächsten Mal komme. Du hast es schon weg. Danke. Du hast es jetzt nirgendwo eingeladen. Ich hole den rein. Ja, und bringe hier mal kurz den anderen Scheiß weg. So, wir haben nicht wieder Schwarzes. So, die Heugabe machen wir rüber. Wir holen uns die Axt hier. Zack, die haben wir schon gebraucht. Dann haben wir hier auf jeden Fall Schmuggelware. Die Schaufel kann rüber, die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. So, awesome, läuft. Sehr gut. Gut, der letzte Hippie. 2790. So. Hier denn? Wir haben jetzt auch den letzten Schmuggler geholt, ne? Atmator. Ja, Hammer. Handelst du? Nö, klasse. Warum auch? Bin ja nur ich. Die Map brauche ich jetzt nicht. So, Marvin Octon. Ja, das ist gut. 2890. Ey, aber gerade so, ne? Was hast denn du alles schon wieder mit? Ey, in dem kleinen Scheißding hier. Gültig November 80. Bist du wahnsinnig? Ich glaube, ich verhafte dich gleich. Das ist ja frech. Das ist ja schon böswillig. OMG. Naja, oh mein Gott, genau. 355 LS. Ja.
Aussteigen, bitte. Ich weiß, du bist kein Schmuggler, weil die haben wir ja schon gefunden, aber ich will trotzdem, dass du aussteigst. So. Haben sie irgendwas geladen, wovon ich wissen müsste? So spitze Gegenstände, was zum in die Nase stecken oder andere Geschichten? Weil dann sagen sie es bitte gleich, dann wird es nicht ganz so heftig. So. Sergeant, schön, dass Sie hier stehen. Ich muss manchmal lobe ich dich ja, ne? 3 Tage hintereinander. Das ist schon stark. So ab und zu. So, mein Junge, ich muss jetzt erstmal die Kontrolletti machen hier. Ich muss die Kontrollen und so, ne? Ich weiß ja nicht, zwecksmäßig Pracht. Also, 6-mal haben wir chemische Mittel. Das ist scheiße. Weil du darfst nur 4 mitnehmen. Richtig? Richtig. Also, einmal einsteigen bitte. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Die Bestimmungen sind nicht richtig. Das Haltbarkeitsdatum stimmt schon mal gar nicht. Das heißt, sie werden nicht reingelassen. Platsch. Verweigert. Oh nein, nicht kaputt. Ein schlechter Tag. So, ich fand den Tag eigentlich ganz cool. Wir haben Kohle. Wir haben gut Kohle. Wir können auch mal gucken, dass wir irgendwas aufwerten. Wäre ganz cool. So ein Update für die Truppe wäre nochmal drin. Gehst du raus, dann darf ich rein. So, danke schön. So, die Funke können wir ausmachen. Wir machen nochmal ein Upgrade. Lass uns nochmal gucken. So, die Truppe. Upgrade 5. Gesundheit. Du hast eigentlich genug Gesundheit. Das passt auch. Hier, ihn müssen wir upgraden. Und dann sind wir da eigentlich schon mal unterwegs, ne? Ja, das passt. Das Häusle. Wahrnehmungspunkte. Haben wir da mehr? Die brauche ich gar nicht, habe ich das Gefühl. Lager. Gefängnis ist okay. Dann machen wir unser Quartier nochmal auf schön. Guck mal, so ein Häusle kann jeder gebrauchen. Und dann haben wir hier eigentlich noch den hier. Der ist natürlich der Obermann. Geschwindigkeit. Ist der halt... der ist genauso schnell. Da ist ja unser Polizeiauto eine Nulpe dagegen. Aber es fühlt sich geil an, mit dem zu fahren. So, was war das eigentlich? Das wollte ich jetzt hier mal gucken. Ruf den Polizeitransport. Ach, Quatsch. Nee, ich hab's gar nicht gecheckt, was ich gerade gelesen habe. Habt ihr das mitgekriegt? Für was soll ich den denn rufen? Wegen dem Schmugglern oder was? So, gute Nacht. Ihr Lieben, dann sind wir hier durch. War ganz cool, war ganz aufregend. Auf jeden Fall haben wir 4+ gemacht. Der Tag war wieder sehr überzeugend, muss ich sagen. Dann hören wir uns den nächsten Tag an. Vielleicht passiert noch irgendwas. Dann kann ich euch morgen... Es ist schon wieder Anruf. Angriff! Wladimir! Geil, der ist noch da! Ich brauche Granaten! Komm mal her, hörst du das? Hier geht der dritte Welt und so. Der Krieg! Ach, da will man einmal Tschüss sagen und sich anständig verabschieden von euch und dann wieder sowas hier. Boom, Junge! So! Wie viel sind's noch?
Mann, die Unterhosen im Weg. Nimm mal die andere Waffe! Was ist denn los hier? Ins Herz! Oh! Junge, Junge, Junge! Nicht in meiner Schicht! Jo! Erfolg freigeschalten, wir gehen jetzt ins Bett. Schnauze voll hier. Reicht. Igor! So, ihr Lieben. Gute Nacht. Tschüss.